Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns dem Boss, wie auch immer der nochmal hieß, gestellt. Eligor oder Egelor oder was weiß ich. Ich guck mal ganz schnell nach, bevor ich mich hier blamiere. Ne? Gucken wir mal. Wo ist er? Komm. Wo ist er? Könnte meinen, der wäre irgendwie ganz unten oder so, weil Boss, ne? Aber anscheinend nicht. Eligor, da hatte ich also doch recht, ne? Ja, den haben wir besiegt und wir haben eine neue Waffe für Aeris bekommen. Die wir mal hochleveln werden. Ich glaube, das hat man noch nicht gemacht, ne? Also ja, den Kampfstab. 4 Materia-Slots. 4 Angriffskraft. Ja, man, das Ding ist mehr so für den Nahkampf ausgelegt. Also Nahkampf Aeris. Ist zwar nicht vorhanden, aber naja. So. Irgendwie kann ich auch nicht den Angriff erhöhen. Was? Na gut. Ich nehme mal an, ich hatte. Ich lag falsch. Gut, dann schon mal magische Attacke wieder erhöhen, ne? Kritischer Trefferschaden. Ne? Ist das sozusagen, was die Nagelkeule für Cloud ist? So, TP Maximum, das kann man mal machen. MP Maximum 12, physische Abwehr, TP Maximum 200, ja. Oder ist mehr so defensiv ausgelegt. Machen wir das mal. Glück plus 5, ne. MP Maximum plus 12. Oh. Ich stehe auf diese passiven Sachen. Zusätzliche Materie ist das, sehe ich ja jetzt erst. Ah, tut aber noch verbinden. Wie viel habe ich noch? 8, ne? Ja. Nehmen wir Glück noch. Weiß ich wenigstens, hatte ich eine Sache voll ab. Ich nehme an, sie hat auch ein Level ab, weil sie 16 Dinger hat. Also können wir uns irgendwas leisten. Oh, sie hat gar nicht mehr so viel. Sie kann nur noch. Magische Attacke plus 6. Okay. Schaden von Angriffskraft. Na. Ist aber nicht so. Na gut, magische Attacke dann, ne? Die noch stärker wird. Aber ich nehme mal an, wir tun sowieso jetzt den Kampfstab auswählen, damit sie ja wieder noch was Neues lernen kann, ne? Also müssen wir uns sowieso jetzt keine Sorgen machen. Gedanken machen, meine ich. So, ich kann jetzt zwei Sachen lernen oder eine gute Sache, nehme ich mal an, ne? Ach, Zusatzschaden. Ich nehme an, wir nehmen die beiden Sachen ja noch, ne? Da wird irgendwann interessant, wenn wir schon alle Sachen gelernt haben von den Waffen, ne? Wie meine Auswahl ja für die Waffen dann irgendwann ausfallen wird. Na, Debuffs habe ich nicht wirklich. Ich habe manchmal hier Protest, also Schild. Ich weiß gar nicht, wie er nochmal hier ist, aber Protest heißt das. Normalerweise in Final Fantasy spielen, wenn du so ein Schutzschild hast, Barriere heißt das hier. Und ja. Periengeneration 50% beschleunigt, das klingt da auch nicht schlecht. Dann sehe ich denn das jetzt erst. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich wünschte, wenn ich die so ausrüsten könnte, ich dann alle Effekte irgendwie ganz schnell nachlesen kann irgendwo, damit ich immer so weiß, ja, das will ich gerade haben. TP Maximum 150 oder MP Maximum oder zusätzlich Materia Slot. Warum kommen die irgendwie neu dazu irgendwann? Oder als hätte ich die auch schon längst genommen, ne? Kann man auch, um das Ding nur drei Dinge hat. So, ihr habt alle noch, ne? Boah. Null. Ich habe perfekt ausgegeben für ihn. Bald hat ne, seine zwei Dinger. Na gut, dann nehmen wir für Aeris, meine ich, den Kampfstab hier. Das sind 4 Dinger. Perfekt. Und ihre Fähigkeit. Lichtschild, hieß hat, glaube ich, ne? Ballistischer Angriff der Gegner fernhält, okay.
Ja, hat schon auch irgendwann seinen Nutzen, ne? Ich glaube, man kann ja nirgendwo ja irgendwie zurück, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter und verhindern, dass die Turks irgendwie Mist bauen und ja, retten mal alle Leute, bevor sie irgendwie ja zerquetscht werden von der Platte, die da droht runterzufallen. Ach ja, da sieht man schon die Explosion. Okay, ich freue mich, wenn ich das Spiel mal spielen kann. Das ist auch schön linear. Ich muss mich nicht irgendwie vorbereiten oder so wie in Tales of Vesperia, wo ich irgendwie leveln oder Sachen lernen muss. Oder Pokémon, wo ich immer, weil ich Pokémon fange oder was weiß ich noch. Das Spiel kann ich einfach reinschmeißen und dann geht es so direkt los. Das ist auch entspannt. Genau wie Fallen Order letztens. Na gut. Oh, ein Kapitel abgeschlossen. Mein Gott. Turks. Atomisator. Nehmt das Cloud erlernen kann. Man kriegt die ganzen Sachen. Im Original war das, man hat neue Limit-Attacken gelernt, wenn man seine alten benutzt hat. Oder wenn man Gegner besiegt hat. Eine Handvoll, glaube ich. Da muss eine bestimmte Limitstufe, so 1, 2, 3, 4. Und davon hat sie jeweils zwei immer. Die erste hast du immer freischaltet, wenn du deine erste mehrmals eingesetzt hast. Und dann musst du sie dann vom Gegner besiegen. Kapitel 12 auf Leben und Tod. Ja, wir sind diese random Leute. Ich glaube, die werden alle sterben. Ja. Auch können wir jetzt Barrett steuern. Das wäre ein bisschen cool gerade. Was? Von der Musik im Hintergrund. Wir müssen dann lauter machen. Vielleicht jetzt ein Echo hier. Ich erkenne das Lied gerade nicht so wieder. Loveless. Keine Ahnung, erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht was. So, Barrett war schon mal da. Ich sollte den vielleicht mal Materia geben. Was hatte er? Barriere und Toxin. Und TP Boost. So, was geben wir denen denn? Jeder hat schon zwei Sachen eigentlich, ne? Das ist ein Gewitter und provozieren. Und jetzt sind, wo ich die Aufmerksamkeit auf den Anwender gelegt, wenn ich gerade den Stand gegen hätte. Ich meine, wenn wir ihn so auf Verteidigung machen, dann wäre eigentlich nicht schlecht, ne? So. Ja, mach mal das mal. Und dann nehmen wir noch irgendwas Pinkes, würde ich sagen, oder was Gelbes. Bei Gelb haben wir gerade nichts, ne? Mein Chakra kann er noch
Heilung 20% der verlorenen TP. Das wäre eigentlich doch besser für ihn. Weil Prozent bei 4 AP ist mal gut. So, könnte man aufhören, immer vorzulaufen. Ich weiß, ist gerade stressig. Leute sind am Sterben, aber komm schon, Leute, Mädels. Bitte, lasst uns durch. Okay. Ich wollte schon sagen, zu wem sagt ihr, da ist doch niemand. Was zum? Cloud, Tifa, es hat keinen Zweck. Wir müssen hier durch. Oh Gott, ich habe gerade die Steuerung ist gerade bei mir voll draußen. Da ist wieder das Viech, was wir gerade bekämpft haben. Also gerade. Was wir einmal schon mal bekämpft haben. So, ich nehme an. Gott. Oh Gott. Lass mich hier raus. So, ihre Fertigkeit. Die wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber. Also war trotzdem mal. Oh, den muss man sogar platzieren. So. Alles klar. So, ist ja irgendwas Neues. Immun gegen alles Mögliche. Resistent gegen. So. Ich tu mal. Mein Gott. Ich hab den da. Ich bin gerade voll draußen aus dem Spiel, kann man vielleicht merken, ja, aber. Ja. Wird schon. So, jetzt setzen wir, weiß nicht, Aero gegen. Das Viech ein. So, habt ihr alle anderen schon was gelernt? Ich baller einfach auf dich drauf, ne? Hast ja nichts dagegen. Oh. Ich wusste. Bringt irgendwas, wenn wir die kaputt hauen. Jawohl. Ja, cool. Oh. Was können wir so oft machen wie möglich? So, ich mach mal so. So, für so einfach wird das nicht. Ja, was für den loszugehen. Oh Gott. Jetzt ist das nur einfach. Nein. Ja, so. Alter. Ist die stark. Warte mal, man hat nicht irgendwie voll gut hier. Schade, Vergeltung. Erhöht Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Nee. Ja, reduziert. Ich glaube, wir sind wieder. Ja. Komet. Ich heile mich. Das Viech, warte mal, Viech war noch in zwei Schlägen weg. Dann machen wir den hier. Hattest du nicht auch noch irgendwie was hier noch nicht gelernt? Ha. Wie bist du denn geheilt, ey? Okay, der macht irgendwie nicht. Der macht irgendwie nicht viel. Also, jetzt ist er relativ einfach hier. Ich zähle auf dich. Oh ja. In die Fresse.
Die Viecher kommen zwar immer wieder, aber ich mache den Kampf gerade richtig. So. Ich kann gar nicht machen, aber egal. Ich weiß, was doch hier kommt. Und er ist sehr schockanfällig. Ah, und jetzt hat er wieder seine Form und so, und in seinen Schockanzeige ist weg. Ne? Pass auf. Der Kampf hört auf. Jedes Mal will ich. Das ist mal gleich. Ey. Ich bin mal so kurz davor, die Gegner zu schocken, dann ändern die ihre Form oder so. Oder der Kampf ist schon vorbei. Und dann komme ich gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Gehen wir. So, fällt mir gerade ein. Hatte ich eigentlich das schon erledigt mit dem Dingen hier? Muss ich noch abgeben? Ja, wie soll ich das schon schaffen? 200%. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie zustande bringen soll. Ja, ich dachte, ich komme hier ein. Bei Bank. Vom voll Final Fantasy 10 Vibes irgendwie von der Musik. Als Sinn angegriffen hat. Ist mehr oder weniger das gleiche Szenario, so ein bisschen. Nur halt nicht ein riesiges Walmonster hier eine ganze Stadt irgendwie angreift. Hi Barrett. Das ist Barrett. Lass da hochgehen, bevor einer von ihnen stirbt. Dauert zu spät. Alles okay? Ach Cloud. Es ist Shinra. Sie wollen die Platte abstürzen lassen. Wissen wir. Ich muss zurück. Barrett und die anderen sind noch... Warte. Bleib bei Wedge. Ich gehe nach oben. Ich gehe auch. Ich kann doch noch kämpfen. Biggs hat mich beschützt. Wedge, überlass das lieber Cloud. Ich verarzte ihn. Biggs! Jesse! Barrett! Alter, die Geister sind auch noch da. Bitte, mach, was Tifa dir sagt. Da bist du ja endlich. Werd etwas aufräumen, bevor der Alleskönner hier auftaucht. Warte, vor den Hand Solo Schuss hier, dann rennt er einfach so gegen die, ja, und dann stirbt er. Oh. Na gut, so, warum ist hier noch, weil er nichts ist, alles klar, ich verstehe, und da ist was zum Chillen. So, nichts Neues, ne? Waffen und Rüstung, also nicht mal, irgendwann werden wir oder Waffen kaufen können, ne? Alles klar. Egal. Boom. Haben wir heute wirklich nur, weiß ich nicht, 100 HP oder so gefehlt, aber wir sind ja immer schnell weg. So, warum ist hier noch was? Keine Ahnung, weil da nichts ist. Ich verstehe. Ja, da hat sich aber Biggs noch ein bisschen gerettet. Können die nicht einfach aufgeben? Original ist der volle Möhre darunter gefallen. Den ganzen Weg. Verdammt, ich werde hier noch verrückt. Zweite Etage, nicht zu vermelden. So. Oh Gott. Dich muss ich noch analysieren. Alter. Volle Konzentration.
Konzentration. Guck mal, ja. Ja, ist klar. Alter, die mache ich voll fertig. So, erstmal du. Ich habe wollte schon sagen, wenn ich jetzt nicht Analyse habe, ne? Bin mal so frei. Aber ich kann alles analysieren. Ja, jetzt greift er natürlich wieder an, ist klar. So, erstmal du. Zum Glück habe ich Blitzrar. Was ist das? Aber der ist geschockt, bevor er gestorben ist. Wurde geschockt, bevor er gestorben ist. Hi. Mein Einsatz. Au. Das sah merkwürdig aus. Willst du mich auf den Arm nehmen? Genug. Leute, könnt ihr mal. Das wird so nichts. Zack, zack. So. Das war abzusehen. Mein Gott, war irgendwie nerviger, als es hätte sein müssen, habe ich das Gefühl. Aber egal. Muss erstmal Ding analysieren. Okay, Medaille. Okay, weiter geht's. Müssen die retten, bevor die alle sterben. Oh Gott. So, du bist neu, ne? Hey. Ich dachte, du wärst dieser Gongaga. Leute. Hey, warte mal, da fällt mir gerade was ein. Oh. Keine Chance. So, du hast ja nur einen Nahkampfwaffen, also komm mal her. Oh mein Gott. Das, au. Boah. Weil ich versuche schon vorsichtig zu spielen, aber ich krieg trotzdem voll auf die Fresse. Wollte schon sagen, ey. So. Du komm her. Blitz. Na. Oh. Ah, war gut gekettet. Habe ich den rundum Angriff gemacht. Ich bin bereit. Ah, was? Einfach dadurch. Na. Oh. Sicher ist sicher. Das wollte ich gar nicht machen. Egal. So. Mein Gott, ey. Na dann. Ja, so ein einfacher Kampf so nervtötend sein kann, ne? Steht das nicht. So. Ist hier irgendwas? Kisten. So. Keine kaputt machbaren Kisten. Oh, aber eine Kiste. Gravitationssphäre. Was? Oh. Hallöchen, du. Ist das alles? Ist noch eine. Was? So. Ah, komm, wir face her, du. Ja, jetzt kann ich ATB Boost einsetzen. Stehen. Warum kann ich? Wir sind die MP ausgegangen. Wie ist denn das passiert? Komm her. Wir sind echt die MP jetzt ausgegangen. Hab ich die so durch die Gegend geworfen? Mein P, danke. Glaube ich jetzt. Ach ja, ich habe mich an einen Kampf gehalten, ne? Deswegen. Ja, okay. Ist gut. Gut. Wedge, ich rette dich. Und Jesse, ganz besonders Jesse. Aber da ist schon. Ne, Quatsch, Big. Da ist Bix. Ich wechsle die beiden immer. Ich denke mal, Bix setze ich mal gleich mit groß, setze ich mal gleich mit fett, deswegen. Ja. Verdammt.
verdammter Dreck. Hey, ist Wedge. Er wird versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. Werde ich. Danke. Jetzt fühle ich mich doch gleich besser. Eins noch. Der Helmchenhof, das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt lastet auf dir. Ich komme zurück. Cloud ist angepisst. So. Muss ich da lang oder muss ich? Ich glaube, da kann ich gar nicht hoch. Genau. Tja, dann. Na, wer bewegt sich nicht? Er ist tot. Alles klar. Weiter geht's. Ja. Guck mal, Jesse und Barrett sind noch da oben, ne? Einen von den beiden müssen wir auch hoffentlich noch retten. So, ja, IP, Gott sei Dank. Oh Gott, da. Oh, euch kenne ich. Typen mit die Helikopter. Deren Dinger konnte man kaputt machen, dann sind die am Boden gelandet. Ich kann euch nicht erreichen. Ihr macht mir eine Menge Schaden. Was? Ey, wie unfair. Er sieht, wie ich mich heile. Und dann stürmt er volle Möhre auf mich los. Alter. Unfair. Nein, nicht stehlen. Analyse. Nehmen an, die sind anfällig gegen Wind. Ich glaube, Wind bei jedem Fluggegner irgendwie effektiv. Na, oh, da habe ich zu früh. So. Dreck. Ja, wie unfair die sind. Alter, das ist so ein nervtötender Kampf gerade. Alter, wo kommt ihr gefälligst mal her? Mein Gott, warum mache ich denn jetzt so viel Schaden? Ja, jetzt ist dein Helikopter kaputt. Was machst du jetzt? Au, jetzt machst du mich erstmal fertig. So, ich muss mal hier, weiß nicht. Kein MP. Hey, ne Güte. Wie, na gut? Na gut. Mein Gott. Bleib sogar face hier.
Weißt du, sobald ich mich heile, kommt der auf mich zugestürmt. Ey. So, ich kann sich sogar Heiltränke langsam einsetzen. Oh, die bringt's nicht. Ja, das ist klar, aber das... ich dachte, er hat so die Arme so hinter den Kopf, so ey, oder so eine Strandpose irgendwie am machen, aber was weiß ich. So, ich brauche jetzt ein bisschen Heilung irgendwo oder MP. Ja, das wäre nicht schlecht. So, wir hatten noch ein Level abbekommen, glaube ich. Das heißt, wir können wieder. Aber ich glaube, wir haben nicht so viele Punkte, ne? Also bringt das irgendwie nichts. 5. Nee, damit lässt sich nichts anfangen. Vor allem der Panzerschwert, das ist auch schon defensiv ausgelegt, ne? Glaube ich. Ging trotzdem so auf die Fresse. Alles klar, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Ne? Halbe Stunde. Und wir gehen dann den Rest des Pfeilers in der nächsten Folge erklimmen. Ne? Ich bedanke mich als Zuschauer. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.